Die Bevölkerung hat in einer freien Wahl die Voraussetzungen für die Gründung eines neuen Südweststaats geschaffen. Am Freitag, dem 25. April 1952 um 12.30 Uhr hat die neue Regierung von Baden-Württemberg ihr Amt antreten. Unser erster Ministerpräsident, der Remstäler Dr. Reinhold Meyer, zeigt sich bereits schwer aktiv. Es ist ja bekannt, dass ich im Rapmusik- und Hip-Hop-Verein Schneid organisiert bin. Und ich setze mich dafür ein, dass sich der Hip-Hop gegenüber so seichtem Schlager wie Helene Fischer und so besser durchsetzt. Der gebürtige Schneider, von seinen Rapperkollegen respektvoll Snoop Dogg Mayer genannt, trifft sich schon seit Jahren regelmäßig im Jugendhaus von Schneid, um mit seinen Hip-Hop-Kollegen ein bisschen über Rapmusik zum Fachsimple. Also der Hebe 50 Pfennig, das ist meiner Ansicht nach der beste Rapper da und der hat auch immer die besten Beats. Ist das ein Mollerkopf, sein Junge? Ja, genau, vom Grandmaster Mollerkopf. Ich weiß noch, beim Schneider Hip-Hop-Battle 1951 ist der auf die Bühne gekommen und sofort ist die ganze Party-Posse respektvoll ruhig geworden, nicht wahr? Dann ist losgegangen. Yo, Baby, yo, Baby, yo, Baby. Ja, der 50 Pfennig ist hier der beste MC am Ort. Aber nicht immer geht's in der Remstäler Hip-Hop-Szene so friedlich zu. Seit Beyoncé Brucklacher der Jay-Z Diddy vom Beutelsbacher Gangster-Rap-Club geheiratet hat, herrscht zwischen den Rapper rechts und links der Rems dicke Luft. Dass Beyoncé dich heiraten soll, Jay-Z, das hab ich zu ihr gesagt. Aber du kannst deine Mutter dieser, aber nicht mich. Beyoncé hat mir erzählt, dass du endmal ein Mikrofon heben kannst. Und was noch viel peinlicher ist, im Internet hat er sie runtergeladen. Alle Songs von der Helene Fischer und die Herder der ganze Tag, das hat mir Beyoncé persönlich gesagt. Von der Helene Fischer, ich verreck. Fairness auch der Umwelt gegenüber. Doc Mayer fährt mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Also ich kann gern im Zug den Leid mit meiner Hip-Hop-Hörerei auf den Geist, weil ich benutze absichtlich et meine AirPods. Und jetzt freue ich mich auf heute Abend, ich habe nämlich Tickets fürs Helene Fischer-Konzert. Da gibt's jetzt von dem Dodo Käfer alle Ministerpräsidenten so ein Film, oder was? Nein, yes, aber man weiß ja nicht, ob er die Filme auch alle hochladen tut, gell?